Hey Leute, wir alle kennen ja die Supersternzerstörer der Executor-Klasse des Imperiums. Allerdings hatten auch die Mon Calamari in Legends das ein oder andere riesige Schiff. Die Schiffe, die wir da kennen, stelle ich euch heute in diesem Video vor. Zunächst mal hätten wir da die Schiffe der Mediator und der Mon Calamari schwere Trägerklassen. Beide Schiffstypen wurden in Legends nach dem Fall des Imperiums, also 19 Jahre nach der Schlacht von Yavin, in den Dienst gestellt. Zu diesen haben wir leider keine offiziellen Bilder, dafür aber diese sehr hochwertigen Fan-Designs aus dem Thrawn's Revenge Mod von Empire at War. Beim Mediator wissen wir, dass er ein Schlachtkreuzer sein sollte, der vermutlich eine Länge von ca. 2 Kilometern hatte. Seine Bewaffnung soll die von normalen imperialen Sternenzerstörern in den Schatten gestellt haben. Und da es ein Mon Calamari-Schiff war, besaß es natürlich auch überdurchschnittlich gute Schilde. Interessanterweise geben uns Quellen auch an, dass diese Schiffe eine nukleare Explosion in ihren Hangars überstehen konnten, was bei imperialen Sternzerstörern wohl nicht möglich war. Daraus kann man schließen, dass ihre Panzerung auch um einiges besser war als die der Sternzerstörer. Über die schweren Träger der Mon Calamari-Klasse wissen wir aber leider sogar noch weniger. Nur, dass sie wohl ziemlich viele Jäger mit sich tragen und auch recht groß waren. Aber es gibt mehr oder minder noch eineinhalb Mon Calamari Supersternzerstörer, die ich euch hier vorstellen kann. Und die sind es auch mehr als wert. Die Viscount-Klassen. Und ja, ich sage hier Klassen, denn von denen gab es zwei verschiedene Versionen. Die Neue Republik wollte in Legends ein Gegenstück zu den Supersternzerstörern der Executor-Klasse haben. Doch anstatt die Mon Calamari einfach drauf losbauen zu lassen, wollten sie erstmal einen Beweis, dass sowas überhaupt machbar wäre. Also wurde ein Prototyp gebaut. Diese erste Version des Viscount-Sternverteidigers war schon glatte 3 Kilometer lang. Als die Neue Republik merkte, dass diese 3 Kilometer langen Schiffe ganz gut funktionierten, wurde ihr Design genommen und dann direkt mal 17 Kilometer lange Schiffe damit gebaut. Die wahren Sternverteidiger der Viscount-Klasse. Bei diesen Schiffen wissen wir, dass auch die dank ihrer enormen Panzerung ziemlich gut geschützt waren. Und auch wie die meisten anderen Mon Calamari-Schiffe mit extrem guten Schilden ausgestattet waren. Bewaffnet waren diese mit 2000 schweren Turbolasern, 2000 normalen Turbolasern, 200 Aufschlagsraketenwerfern, 300 schweren Ionenkanonen sowie 500 Punktverteidigungsgeschützen. Was ihre Bewaffnung fast mit der der Executor-Klasse Supersternzerstörer gleichsetzt. Nur was die Ionenkanonen und die Aufschlagsraketenwerfer angeht, unterscheiden sich die beiden Klassen ein wenig. Dafür waren die Waffen auf den Schiffen anders verteilt. Während die Waffen der Executor-Supersternzerstörer hauptsächlich nach vorne gerichtet waren, waren die Waffen der Viscount-Sternverteidiger gleichmäßig auf der Hülle verteilt, um in alle Richtungen gleich abgesichert zu sein. Das verlieh dem Supersternzerstörer der Executor-Klasse natürlich einen größeren Wumms nach vorne hin und damit mehr Feuerkraft gegen ein großes einzelnes Ziel. Der Viscount konnte sich dafür viel besser gegen Flotten aus vielen mittelschweren Schiffen zur Wehr setzen. Und dank seiner herausragenden Schilde und Panzerung konnte er sich auch in einem Kampf 1:1 mit einem Supersternzerstörer der Executor-Klasse gut halten. Was dem Viscount aber noch einen weiteren Vorteil gibt: Der Viscount konnte 168 normale und 48 schwere Sternjäger und Bomber mit sich tragen. Zudem hatten diese Schiffe Platz für 12.500 Soldaten sowie 200.000 Tonnen an Fracht. Kurz vor dem Yuuzhan-Vong-Krieg, 25 Jahre nach der Schlacht von Yavin, ging der erste Viscount in den Dienst. Und einige weitere folgten, die unter anderem auch auf und über Corellia hergestellt wurden. Die wurden also nicht nur bei Mon Cala gefertigt. Viele dieser Schiffe spielten dann eine recht wichtige Rolle im Yuuzhan-Vong-Krieg und darüber hinaus. Wenn ihr jetzt noch mehr über eher unbekanntere Star Wars Schiffe erfahren wollt, schaut mal hier in mein Video über 5 unbekannte Rebellenschiffe rein. Mit epischen, improvisierten, aber auch absolut hässlichen Schiffen.